live after sae würde ich präsentiert von schur Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Live After SAE Podcast. Eine Episode, auf die ich mich persönlich schon lange gefreut habe, weil wir einen guten Kollegen und vor allem Freund zu Gast haben, den Sascha Parman. und damit Hallo in die Runde. Hi. Hi. Ja moin. Also Hallo. ich muss kurz das Wir sind alle wirklich Kumpels und Sascha war auch bei mir im Kurs. Also was Sascha zu SAE Zeiten gemacht hat, kann ich glaube ich auch selber erzählen. Aber Warum haben wir ihn eingeladen? Ja. Er ist super, super interessant, hat ein Studio gebaut, ist live unterwegs. Äh, endlich mal ein Gast, der viel live unterwegs ist. Sascha, ich nehme dir nicht zu viel vorweg. Am Anfang direkt mal die drei großen Fragen. Wer bist du, was machst du und warum? Jo, äh, da kann ich äh, ja, mit den Fragen auf jeden Fall viel Zeit <laughs> verbringen erstmal. Also, ich bin Sascha Parmann, 27 Jahre alt, komme gebürtig aus äh, Niedersachsen, wohne seit mittlerweile sieben äh. Jahren in Bochum, bin auch äh, wegen des Studiums am SAE äh, nach Bochum gezogen und dann hat es mich wegen der, wegen der Kultur und der Vernetzung einfach hier behalten. Und warum machst du den ganzen Kram? Ja, ja, ja. ich glaube, wie, wie viele Leute, die es irgendwie in die Tontechnik gezogen hat, habe ich halt eine ne große Begeisterung für Musik. Das, das war immer schon vorhanden, aber es hat sich vor allem, ja, seitdem ich seitdem ich 15 bin, noch stärker entwickelt. Ähm, hab dann halt, wollte einfach in Bands spielen, habe angefangen, Schlagzeug zu lernen. Dann ist auch irgendwie über Umwege, die das Interesse für, für Tontechnik entstanden. Klar. Weil bei mir in der Heimat halt, da war ein kleiner Club in der Nähe, äh, wo ab und Mega. zu Metal Bands gespielt haben und ja. Wir packen auf jeden Fall deine Links in die Show Notes. Warum ich das sage, ist, dann kann man mal auf deine Homepage gehen, sich vielleicht mal die Bilder von deinem neuen Studio angucken, über das wir auch ja. nachher noch sprechen werden, weil jetzt gerade in der Kamera sieht man im Hintergrund auch schon vier Snare Drums übereinander stehen. Äh, von wegen, <laughs> du hast als Drummer angefangen. Du hast ein paar schicke ja, ja. Sachen mittlerweile rumstehen, sehr gut. Ja, wir kennen uns alle von der SAE Bochum. Ihr wart ja einen Jahrgang über mir und du warst von 2015 bis 18 da, laut LinkedIn. Mhm. Und äh, eine erste Frage, mit der wir gerne einsteigen, ist: Was war denn so einer deiner ersten Jobs, sowohl vielleicht bezahlt als auch unbezahlt? Äh, also, mein ja, meinen ersten Job weiß ich noch. Ähm, das äh, war einfach nicht schön. <laughs> das, ist, das war genauso wie, wie, wie äh, von vielen Leuten wahrscheinlich ja. der erste Einsatz. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, ich war dann irgendwie 15, bei uns im Jugendtreff halt nur Kabel gewickelt, aber noch nie richtig eine Show gemischt. Und dann ähm, in der Gegend war eine, eine Rock-Metal-Show, wo vom Jugendtreff Equipment hingegangen ist. Und dann hieß es auf einmal: Ja, Sascha, du kannst doch mitfahren, du kannst doch mischen, mach das mal. Und das war also das war halt irgendwie drei Metal-Bands in einem in irgendeinem so Getränkehandel. Es gab keine Bühne. <laughs> Passt ja, Metal Bands im Getränkehandel wild. Das ist ja schon mal das, das war, Also, es war wirklich, es war sehr wild. Und ja, also, es hat nur Rücke gekoppelt und äh, Geil. ja, war, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Aber ja, so, so muss man halt lernen. Und äh, ich glaube, der erste Gig von, von keinem ist wirklich nee. direkt perfekt. Nee. Ja, und Fehler machen, umso früher, desto besser. Klar. Und hat, ja, drei Bands haben wir über die Bühne geschoben. Ich glaube, ich habe 50 Euro dafür gekriegt. Aber. Äh, hab dann das, also das, die Anlage und Mikrofon und so weiter auch mit meiner eigenen Karre wieder äh, <laughs> nach Hause geschlürt. Ja. Alter also war okay. Ja, war gut. Ja, wo du gerade sagst so, ja, äh, komm, mach das mal, du kannst da mischen. Ist da vielleicht dann auch die, dieser Anekdoten Slogan entstanden von dir Mistaken for the DJ since 2010, glaube ich, ist das ja. Deine Insta Bio äh, ja, ist, ist das daher? Also der ist also 2010 <laughs> habe ich ja, im, ja hab ich halt im Prinzip angefangen äh, Shows zu mischen und der in der Anfangszeit sind, war ich halt viel bei uns in der Gegend unterwegs und das sind dann halt irgendwie entweder in Jugendtreffs oder halt Volksfeste, ja. äh, wo du halt, äh, ich sag mal, ein sehr spezielles Publikum hast, die nicht mehr so ganz zurechnungsfähig was? sind und äh, die dann immer bei mir am Pult gestrandet sind. <laughs> äh, kannst du mal den Song spielen? <laughs> äh, ja, klar, äh, na logisch. Ja. Gib mal das Augskabel. <laughs> okay, können wir nicht ja, so mein Handy anschließen? Nein. Ja, das hast klar. halt viel gehabt, aber ähm, naja, okay. war, war auch eine gute Zeit, hat man auch viel gelernt und. Ähm, ja, sowas gehört dazu. Das fährt ja, dich auch ein Stück weit ab. Wenn du irgendwie bis 5 Uhr morgens da im, im Schützenzelt arbeitest und Boah. dann noch abbaust und dann bist du um 8 Uhr morgens im Bett. Ja. Und manchmal fährst du dann sogar noch von der Heimat wieder zurück nach Bochum. Ja, da ist ja schon eine, eine Strecke auf jeden Fall. Ja, krass, aber dann hast du schon vor der SAE ähm, ja, Plan gehabt von Tontechnik und mit, mit live angefangen. Hast du hm. vielleicht auch einen Vorteil sogar im Studium. Wie bist du denn dann? Ja, also ein Plan nicht, aber, <laughs> aber ich sage mal, eine grobe Vorstellung. Okay, okay. Ich meine, wie bist du ja, dann an die SAE gut. überhaupt gekommen? Ja. Das ist ja auch interessant, dass du irgendwie gesagt hast, ja, aber ich will das jetzt nochmal richtig krass lernen, so, weil das, ich denke schon, dass das mein Beruf werden könnte, mhm. dann kam die Idee. Jo, das kam so ein bisschen parallel. Ich habe das SAE auch nicht für, für Live-Tontechnik gemacht, sondern weil ich zu dem Zeitpunkt über die Live-Tontechniken mit einem Kumpel. So ein bisschen die Idee gekriegt habe, ein komplettes Medienunternehmen aufzuziehen, wo ah. halt, ähm, wo, wo man für Bands zum einen Audio-Recordings anbietet, aber halt auch Videoproduktion, Webdesign und alles, was, was einem, ja, was einem so helfen kann als äh, Band. Genau, da, da wurde es dann halt wichtig, für den Studiebereich ähm, Erfahrung zu sammeln. Und im Zuge dessen bin ich dann auch aufs SAE gekommen, weil die einfach die, die besten Kurse angeboten haben in der in einer kurzen Zeit. Also, das hat einen großen Faktor gespielt, dass du halt innerhalb von von zwei Jahren mit dem ganzen Studium durch sein kannst. Mhm. Ja, und, und haben eine super Vernetzung. Na ja, klar. Wo du sagst, in zwei Jahren Studium durchziehen habe ich auch gemacht, dieses Fast-Track, die Fast-Track-Variante. Mhm. Ist sportlich, mhm. äh, man ist dann sehr schnell fertig, aber ich glaube, ich hatte auch vier Wochen Urlaub in dem Zeitraum. Also ich habe wirklich Gas gegeben. Genau. Und äh, durchgeackert, sowohl zu Hause gelernt als auch dann die ganzen Prüfungen absolviert und Unterricht natürlich ja. genossen. Ist schon stressig, aber man lernt ja, halt toll. sehr schnell, sehr viel komprimiert. Okay. Du warst in der ja. SAE, wir waren beide in der SAE. Ich meine, die Hörer, die Hörer, ja, ja, wir waren aber zur selben ja. Zeit. <laughs> ähm, wie die, ich meine, die Hörer wissen, wie das bei mir dann weiterging, ging. Das, das wissen die alle schon, das habe ich schon 50 Mal erzählt. Sascha, wie... wie wie sieht es denn aus nach der SAE? Hast du dein Unternehmen gegründet oder was hast du dann direkt gemacht? Wie ging es denn weiter? Erzähl mal weiter jetzt. Ja, also ich war, dann, ich war dann ja auch während des Studiums schon ähm, selbstständig als, als Dozent, beziehungsweise habe dann äh, genauso wie du als äh, Audiosupervisor bei, beim SAE Bochum gearbeitet. Gute Zeit. Da, <laughs> gute Zeit auf jeden Fall. Ey, ich nee, will es auf keinen Fall missen, war, war toll und ähm, ich habe sehr viele Leute äh, sehr gern gewonnen. Und freue mich immer noch, auf ihn. also ich habe immer noch ein Grinsen, wenn ich, wenn ich die Menschen so sehe. Grüße gehen raus. <laughs> so. Aber gut, dadurch war es auf jeden Fall schon mal selbstständig. Und da hatte man so, ein, so eine Grundlage und war nicht mehr ganz so gehemmt, zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt komplett selbstständig und versuche mich nicht irgendwo äh, in einem Unternehmen, hm. sondern, sondern ich probiere einfach mal. Dadurch, dass ich halt schon Viele Jobs hatte, dadurch, dass ich in der, in der Heimat so vernetzt war und bin, ging das wohl. <laughs> also, es war, es, war ein, es war ein schwieriger Anfang natürlich, von jetzt auf gleich ja, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber über, also es hat sich über anderthalb Jahre entwickelt und dann konnte man auch wirklich äh, vollständig von den Live-Jobs leben. Und dann war ich ja jedes, jedes Wochenende unterwegs, manche Gigs. Haben wir auch in der, unter der Woche stattgefunden, dann, dann kann man wenigstens die, die Arbeitstage noch ein bisschen verteilen. Klar. Äh, aber ansonsten, ja, jedes Wochenende ja, ja. los. Also okay, erstmal erst live wahrscheinlich dann. All in all. Total, also, total. Und äh, du sagst jetzt, du konntest wahrscheinlich gut damit anfangen, weil du ja schon vernetzt warst, auch eben mit den Bands mhm. aus der Heimat. Es ist ja immer interessant, wie man da so reinkommt oder reinrutscht in die Szene von mir aus. Wie war das bei dir? Klar, du hattest die Connections. Wie ging es dann weiter? Dann hattest du vielleicht eine zwei, drei, vier lokalen Bands. Wie bist du dann an größere Jobs gekommen? Du hast ja jetzt schon echt coole Credits. Können wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Wie ging das weiter? Wie hast du dich dann als FOH weiterentwickelt? Ja, eigentlich also ach, genauso wie am Anfang ähm, auch. Du lernst Menschen kennen und, und wenn man Halt nicht jeden Tag scheiß Laune hat und irgendwie zu den deutschen Kacke ist, dann, dann, dann bleiben wir auch gerne in Kontakt mit den Menschen. Und ähm, ja, genauso ist es gelaufen. Also die, die ersten Bands, mit denen ich gearbeitet habe, das waren meine besten Kumpels. Dann haben irgendwelche befreundeten Bands gemerkt, die mit uns am selben Abend gespielt haben: ey, jo, die hatten einen die hatten geilen Sound, irgendwie haben die alle ihre Probleme gelöst bekommen. Auch das Mikrofon, was auf der Bühne erst kaputt war, das haben sie dann irgendwie ausgetauscht, repariert gekriegt. So, das spricht sich dann rum, dann kommen die an und äh, dann mischst du die Band und dann geht's halt genauso weiter. Und so, so arbeitet man sich hoch und ja, erst waren es halt so Shows vor 50 Leuten, dann vor 150, 200, 500 und jetzt bist äh, halt irgendwo beim Schnitt von 1000 Leuten. Also ich meine, das braucht Zeit und ich habe mir das auch vor ein paar Jahren so nicht, nicht erträumt. Äh, das, ja, ich glaube, man muss halt, da äh, vor allem da auch mit der Verantwortung wachsen, oder? Ja, Am voll. Weil also, du bist halt Verantwortungstrager. Also, ich habe jetzt bald, ich zusammen mit, mit einem Kollegen, äh, wieder im, im FOH in der fältchens Und da machst du dann halt Ton für 40.000 ja, Euro. Das Hausnummer, ne? Mega. Äh, das, äh, das ist schon ein Brett, also das, wirklich. Das, ja, ein bisschen surreal. Wie geht's aber. dir damit? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, ja, gewöhnt man sich dran, ist dann auch ein cooler Job und, und irgendwann, ja, man muss mit den Sachen wachsen und ja, aber auch, ich sag mal, keine zu großen Schritte machen, sondern so, dass man auch weiß, man, yo, das, das könnte ich machen und dann. Jetzt hast du aber schon <laughs> mal einen sehr großen Schritt gemacht, ne? Ich meine. Wir haben jetzt für deinen Live, da reden wir auch gleich weiter drüber, für den Live-Bereich, weil er bei dir auch wahnsinnig spannend ist, wem du da mittlerweile zusammenarbeitest. Du hast auch ganze Touren schon gemacht. Aber mir, wenn du gerade meinst, man darf keine zu großen Schritte machen, du hast aber schon einen sehr großen Schritt gemacht. Und zwar sitzt du in einem sehr, sehr schönen Tonstudio und auch nicht so kinderzimmermäßig. sondern hast gesagt, hier ist ein alter Bunker, <laughs> den biete ich jetzt an. Da ja. baue ich da richtig krass Akustik rein und ein Pult und Anlage und alles. Und das in Peak-Corona. Was, 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 hatte ich, ich meine, was hatte ich denn geritten, um das zu machen? Das ist fantastisch. Also ich habe ich hab mit Live angefangen und dadurch entstanden halt auch die ersten Albenproduktionen und ähm, die ersten Projektstudios und Home-Studios. Ja, vielleicht auch dadurch, dass ich halt im Live-Bereich schon mit sehr vielen verschiedenen Anlagen in Berührung gekommen bin, weiß ich halt, wie, wie ein Raum sich auf, de, auf die Wiedergabequalität von äh, einer Abhöre auswirkt. Wenn du einen schlechten Raum hast, dann kannst du den Mix nicht beurteilen und dann hast du im Live-Bereich Probleme, hast aber auch im Studio Probleme. Dadurch wurde ich halt zunehmend unzufrieden mit, den, mit der Abhörsituation in den Home-Studios und Projektstudios, die ich hatte und hatte immer mehr, ja, ich, ich wollte halt ähm, einen, einen vernünftigen Raum haben, in dem man sich ein bisschen ausleben kann, vernünftige Akustik herstellen kann, sodass man halt auch äh, einen Mix wirklich beurteilen kann. Ein ganz einschneidendes Erlebnis war einmal der Besuch der Pro Light and Sound in Frankfurt. Das ist eine der größten Messen im Bereich Veranstaltungstechnik in Deutschland. Da findet dann auch die oder fand die Musikmesse statt. Aber was entscheidend war, die haben draußen große Line Arrays vorgestellt: Line Arrays, riesige pa anlagen die einen Frequenzgang haben von, keine Ahnung, 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Und das im Freifeld. Ja. Also ja. kaum räumliche, räumliche Einflüsse auf den Klang. Und äh, ich habe Songs gehört, die ich schon davor hunderte Male gehört habe, wo mir neue Sachen aufgefallen sind und, ähm, und Dinge, Details, die man halt vorher im Projektstudio nicht wahrgenommen auf hat. Der PA. Und da. Wow, ja, ja. okay, krass. Auf einer Line Race heutzutage sind, sind Hochleistungsboxen, ja, klar. die absolut mhm. linear spielen und. Klar, da sind auch so kleine Unterschiede je nach Hersteller, genauso wie bei äh, Studiomonitoren auch, aber das ist schon gutes Material. Und erst recht dieser Bereich unter 50 Hertz äh, den Linear wiederzugeben, ist, ist ja, in, in den meisten Räumen schlecht ja. möglich. Du warst also angefixt von dem Sound, du hast gesagt, ich will jetzt auch selber mal ein ordentliches Studio bauen, hast äh, wahrscheinlich Ausschau gehalten nach Räumlichkeiten. Ja, ja. Ich weiß jetzt natürlich in Gelsenkirchen, da war ein Bunker frei, hast zum Glück einen Raum bekommen, einen relativ groß, hast also einen Aufnahmeraum als auch eine Regie. Genau. Und dann hast du das 2020 angefangen einzurichten, zu bauen, oder? Ja, genau. Also die äh, Planungen haben schon in 2019 angefangen, als ich auch den Raum angemietet habe. Ähm, dann hatte ich auch schon den ersten Kontakt mit einem äh, Akustikbüro aus Gelsenkirchen. Und dann hat der Bau in 2020 begonnen. Ja, ich wusste natürlich noch keiner, dass dann äh, Corona kommen wird. <laughs> ähm, aber was mich dann auch nicht besonders gestört hat, sondern was für mich von Vorteil war, weil das ganze Baumaterial war schon bestellt, die Pläne waren gemacht und bezahlt und es war auf jeden Fall scheiße, dass man halt auf einmal nicht mehr diese Tour, die wir gerade angefangen hatten, zu Ende spielen konnte. Aber ja, aus, der, aus der Not heraus hatte ich dann zumindest auch Zeit, um den ganzen Bau zu machen, um ja, mir um Zeit zu nehmen, äh, mhm. das Studio zu bauen. Hab habe dann die Zeit so verbracht und habe mich ja, da auf die Arbeit konzentriert, bevor man halt den Kopf in den Sand steckt. Und so hatte ich dann ja. meine Aufgabe. Vielleicht können wir da nochmal kurz jetzt zurückrudern. Kurt hat es ja vorhin schon angesprochen, wir haben jetzt die ja. Studie vorgezogen. Mhm. Und du hast auch gerade äh, davon gesprochen, ähm, dass ja eine Tour abgesagt wurde. Ja. Vor dem Studiobau. Und ich würde gerne erst nochmal jetzt zurückgehen. Ähm, du hast ja unter anderem auch mit dem Lumpenpack getourt. Genau, zum Kennt Beispiel. man ja, glaube ich, in der deutschen Musikszene ja. ähm, eine Band, ähm, gar nicht mal so klein. Vielleicht erzählst du ja erstmal nochmal darüber, wie du an die Jungs rangekommen bist mhm. und ähm, wie deine Arbeit da aussah. Mhm. Das ja. finde ich ganz interessant. An sich habe ich die um, was war denn, 2017, glaube ich, kennengelernt. Der Kontakt lief über einen ähm, gemeinsamen Freund, den hatte ich. Also den Herrn hatte ich damals mal kennengelernt, als ich Haustechniker in einem Bluesclub gemacht habe bei mir in der Heimat. Und er war einfach ein mega kompetenter Techniker hab und äh, auch heute immer noch bewundere ich ihn. Und wir haben uns dann einfach ja vernetzt. Ich habe ihn gefragt: Jo, hast du Instagram? Kann ich dir folgen? Das war dann schon einige Jahre äh, oder lag einige Jahre zurück. Wir haben aber immer ein bisschen Kontakt gehalten. Ja, aus, mal, aus War der als Techniker da oder als Musiker? Nein, nee, er war als Techniker Aha, da. Okay. War als, als Techniker, okay. War Tontechniker einer Weltmusikband und ähm, ja, oftmals ist es ja bei ist es halt bei Veranstaltungen so, wenn du einen externen Techniker hast, brauchst du immer noch einen lokalen Techniker, der sich mit dem Haus auskennt, mit der Anlage, der dir ja. zeigt so hier, da sind unsere XLR-Kabel, da sind unsere Mikrofone. Ich habe dir schon mal die Stative vorbereitet, damit du den Job einfacher hast. Und genauso lief es dann halt damals ab. Dann haben wir lange Kontakt gehalten. Und dann war ich 2017 oder 2018 als FOH-Techniker von Brief Atlantis, also mit den Jungs, auf einem Festival in der Nähe von Bremen. Da haben wir gespielt, haben unsere, unsere Show gemacht, alles cool. Auch wenn es 34 Grad im Schatten waren, das, das war ein bisschen oh, anstrengend. <laughs> und dann, ja, der, der Headliner an dem Abend war Montreal. Und die sollten haben dann nach uns gespielt. so. Dann kommt der Foh-Mann zu mir ans Pult. Ich war noch komplett aufs Pult vertieft, habe da irgendwie was gerade zurückge zurückgesetzt oder so und meint ja, auch coole Show, guter Sound. Wie hast du denn das und das gemacht? Und dann, dann, dann gucke ich so vom Pult hoch und schaue ihm in die Augen und so. Wat, Werner, was machst du denn hier? Und er, ach, ach, Sascha. Ja und dann. War, war das eben dieser Techniker, den ich drei Jahre vorher äh, im Heimathaus in Twist getroffen hatte? Lieber auf den zweiten <laughs> Blick. Ja. ja, so, und da hat er noch, hat er halt Montreal gemischt, wir haben noch ein bisschen gequatscht. Dann meinte er noch, ja, ich rufe dich die Tage mal an, äh, ich habe da eine Band, die kann ich leider selbst nicht machen, aber äh, du bist fähig, ich möchte dich wohl weiterempfehlen. So, und dann nice. war das das Lumenpack. Ach, mega. Und ich glaube... Vier Wochen später hatten wir die erste Show im Tollhaus Karlsruhe vor 1300 Leuten. Und wow. so, so kann es gehen. Ja, und dann bist du mit denen echt getourt. Ne? Du hast sie wirklich als Live-Tontechniker durchs ganze Land und weiter begleitet. Ja, klar. Also das ist ja auch eigentlich, also das ist mein Job. Das ist, wo ich mich sehe, FOH-Techniker für äh, Bands. Und ähm, die haben, ich sag mal, 30 bis 50 Shows pro Jahr gemacht, je nachdem, wie halt der Tourplan gelegt wurde. Und dann bist du halt erstmal unterwegs, ne? Also wir waren in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, haben überall Konzerte gespielt, haben auch in den kleineren Läden angefangen, aber inzwischen waren wir, haben wir uns da ein bisschen hochgespielt. Und ähm, jetzt zuletzt, also die haben ja angefangen äh, als Duo, zwei Mann, ja. eine Gitarre, und äh, zuletzt kam auch noch komplette Bandbesetzung Mega. dazu. Ja, das, das war wohl ganz schön ja krass ja und da muss man wahrscheinlich auch gut ein bisschen Ausdauer mitbringen weil du bist ja dann viel unterwegs ne gar nichts mehr so viel zu Hause ich denke mal da muss man viel auswärts schlafen äh, hat längere Tage ja, voll. Das sollte man wahrscheinlich mitbringen wenn man in der Szene arbeiten will ne? ja voll also das okay. ähm, man, also das ist ja auch was so ein bisschen die Live von der Studiobranche unterscheidet dass du schon ein bisschen hartgesotten sein musst weil weil du halt deine Kernarbeitszeit ist äh, über Tag bis tief in die Nacht es ist. Ja, da, wo andere Leute abspannen, ne? Da fängst ja, du dann ja. an. <laughs> ja, das fand ich auch ja, immer, dass, das, ehrlich gesagt, das Attraktive am Job. Du verdienst da dein Geld, wo andere Leute Geld für bezahlen müssen, da sein zu dürfen. Aber ja, also du, du, du tingelst halt von A nach B, kennst dich nirgendwo richtig aus, bist in einem verschwitzten Nightliner unterwegs. <laughs> für mich ist es das Höchste und ich, äh, also ich sehne mich ich auch nach der nächsten Nightliner-Tour, die aber bestimmt kommen wird. Also, ich finde es ich schön und ähm, in, in diesem Alter kann man es auch noch machen. Ich verstehe Kollegen, die irgendwann damit Mitte 30 sagen: Ja, nee, jetzt, jetzt mache ich was anderes, bleibe lieber zu Hause. Voll. Ja, aber es, also es, ist, es ist sehr, ja, genau. sehr schön. Okay, und jetzt können wir nämlich den Kreis schließen. Diese Tour wurde dann irgendwann abgesagt, als dann Corona kam. Und genau, dann hast du dein Studio gebaut. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus bei Momento Mixing? Das ja. ist ja dein Firmenname. Ja. Du hast nebenan natürlich, äh, man sieht es auch leicht im Hintergrund, ein Schlagzeug vor allem Aufnahmeraum, aber im generellen Aufnahmeraum. Mhm. Aber da steht meistens, glaube ich, ein Drums drin. Ähm, wie sieht jetzt deine Arbeit aus, wenn du nicht auf Tour bist oder irgendwo live was abmischst? Ja, also ich muss erstmal zu meiner Arbeitszahlung sagen, das ist, das ist halt immer noch äh, schwerpunktmäßig live. Also ich habe gerade jetzt, ähm, also aktuell ist halt die Situation sehr so, dass, dass äh, Tontechniker auf dem Markt äh, rares, ein rares Gut sind. Also, wer im Live-Bereich was machen möchte, hat jetzt gute Chancen. Aber ja, dadurch ist man viel unterwegs. Äh, aber die Jobs sind zumeist am Wochenende. Deswegen bin ich meistens unter der Woche, ähm, weil, ich, weil ich einfach nicht genug von äh, Musik kriegen kann äh, im Studio. Und äh, jetzt gerade habe ich zwei Produktionen, die laufen: Das ist zum einen so ein ähm, ja, elektronisches äh, Indie-Rock-Album. Oder Alternative Rock-Album äh, mit Künstlern aus äh, Bochum. Mega. Ja, die haben einen Teil selbst aufgenommen. Drums haben wir komplett hier getrackt. Und da mache ich dann noch äh, Editing, Mixing, Mastering. Ähm, die erste Single wurde gerade released. Wer Bock hat, gerne mal reinhören. Cloud Trips, Any Sense. Gerne. Da kommt auch noch was. Ja, und das zweite, ah, sehr gut. das zweite ist wieder was, was ganz anderes. Ein Black Metal-Album von einem von guten Freund. Das ja, das soll auch später auf Vinyl rauskommen und da mache ich dann auch, also, also mache ich zum einen die ganze Produktion über das Recording, Producing, Mixing, Mastering und auch noch auf Vinyl Mastering. Ach krass. Und das machen wir, machen wir alles hier. Mega. Ja stark. Jo. Jetzt, wo du sagst, am Wochenende findet viel statt, du bist ja ähm, auch fest angestellt, meine ich, in der Zeche in Essen oder die buchen dich auf jeden Fall regelmäßig. Genau. Als Live Techniker. Genau. Also mit denen habe ich also, sie ja, haben einen Ver Vertrag über freie Mitarbeit. Ah, so rum. Ähm, ja, okay. Genau, genau. Es äh, ist, ist ein super toller Club, äh, die Zeche Karl in Essen. Wer den Film Fresh Alten Essen gesehen hat, der weiß, äh, welchen Club ich meine. Solche Namen im deutschen Fresh Metal wie Creator oder äh, Sodom hm. können einem ein Begriff sein. Und ähm, deswegen war dieser Laden mir ja auch immer schon ein Begriff. Plus, ich habe sehr gute Konzerte dort gesehen und. Ja, irgendwann kam halt über einen Kollegen die Anfrage, ja, die, die suchen doch wohl Techniker, hast du da Bock drauf, das zu machen? Hm. Ja, und ich war halt von Anfang an zu 100 Prozent dabei und kann mich jetzt sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir seit äh, knapp ja, mehr als einem Jahr sehr gut zusammenarbeiten. Ja, das klingt ja eigentlich ziemlich ähm, nach, also nach einem guten Ausgleich. da, ja. hast dann das wilde Live-Leben, Rock'n'Roll und so weiter, mhm. verschwitzt im Nightliner, als auch dann äh, klimatisiertes Studio im Bunker, wo es wahrscheinlich immer angenehm kühl ist ja, ja. und man im Sitzen die Produktion äh, bearbeiten kann, wie auch immer. Ja, richtig. Äh, sehr gut. Also, mein, mein Ziel ist auch irgendwann ähm, am liebsten irgendwie, dass man 50-50 hat: 50% Live, 50% Studio. Äh, weil, wie du schon sagtest, es sind halt zwei sehr konträre Welten. Und, und ich finde, gerade das macht es halt so, das macht's spannend. So hat man immer noch Bock auf, auf die andere Seite und ja, kann sich auch seine, seine Faszination für das Thema aufrechterhalten. Ich habe noch eine, ja, wahrscheinlich schon fast abschließende Frage, die uns mal äh, raus aus der schönen äh, se bezahlten Selbstverwirklichungswelt holt. So nenne ich das <laughs> ja. ganz gerne, mhm. was wir machen, weil es <laughs> so ist es ja eigentlich. Ja. Fühlt sich nicht immer an wie arbeiten. Du bist jetzt dem VDT beigetreten, dem Verband, der Deutscher Tontechniker. Deutscher ähm, Tonmeister. Kannst du uns. Äh, Deutscher ja. Tonmeister. Ja. <laughs> äh, erzähl doch mal bitte, warum das sinnvoll ist, einem Verband beizutreten und wo da vielleicht Vorteile sind oder was dir das generell bringt. Jo, also man, man hat vielleicht das, äh, den Namen schon mal irgendwo durchs Internet schwirren sehen, aber manche Leute haben nicht eine, richtig, eine richtige Vorstellung davon, was so ein Verband macht aber, oder, oder was er, äh, welchen Wert er hat. Das ist mir 2020 sehr bewusst geworden, weil ich, äh, also es gab auch das Bündnis Alarmstufe Rot, ähm, ja. wo sich verschiedene Leute aus der Veranstaltungsbranche dafür eingesetzt haben, dass irgendwas getan wird, wo einem auch bewusst geworden ist, dass es keine, ja, keine richtige, keinen richtigen Verband gibt, der uns ja, repräsentiert, beziehungsweise in seiner Gesamtheit. Also uns Künstler wahrscheinlich, meinst du damit? Künstler, Tontechniker, ja. Produzenten. Also, es gibt viele kleinere Vereine und ja ganz viele Leute, die halt in gar keinem, keiner, keinem Verein, keiner Gemeinschaft, keinem Verband drin sind. Und ähm, da hilft es halt nur, wenn man sich den Leuten anschließt. Ja, wenn du dich mit anderen Leuten zusammenschließt, kriegst du alle Informationen, alle Änderungen, ähm, alles, was, alle News, die anstehen, bekommst du mit. Und kannst halt auch Leute, die genauso sind wie du, nach ihrer Meinung fragen nach ihrer Meinung, nach ihrem Wissen zu bestimmten Themen. Und gerade wenn man irgendwie das Thema Versicherung für Tontechniker beschaut. Also, da hat man teilweise, also als Live-Tontechniker, hast du ganz verschiedene Ansprüche an deiner Versicherung, ja, die eine konventionelle Versicherung nicht, nicht zwingend abdecken kann. Und ja. ähm, da gibt es spezialisierte Versicherungen, von denen man aber auch erstmal wissen muss. Und ähm, die Mitgliedschaft in so einem Verband ermöglicht einem, dass man sich vernetzt und äh, zu den zu den wichtigen Themen äh, die richtigen Informationen bekommt. Und ich glaube, im VDT sind in Deutschland 2900 Mitglieder. Es gibt auch ähm, jedes Jahr die Tonmeistertagung. Und ja, es ist, also es macht halt Sinn. dass ähm, wie man schon wahrscheinlich diesem unserem, unserer Podcast-Folge heute nehmen kann, ist, ist Networking. Das A und O und, und Menschen zu kennen. Ja, und dann, warum sollte man nicht in einem Verband sein? Das ist <laughs> dann, richtig. Ja. Klingt völlig logisch und Was ja. machst du denn aktuell? Was steht denn noch, was steht denn aktuellen Musikprojekten an? Was kommt denn jetzt? Erzähl mal. Ja, also die, zum einen sind diese beiden, also der die EP mit, mit den Cloud Trips aus Bochum ist auf Mega. dem Plan. Dann das Black Metal-Album, ähm, Sonntag bin ich wieder in der Zeche. Und nächste Woche, ich glaube ab Donnerstag, bin ich dann für vier Tage im Tanzbrunnen in Köln eingesetzt. Da haben wir zum Beispiel die, sind es Kölner? Ich glaube schon, die Kölner Brings. Ja. Das ist also so. Also wenn Köln ja. mit dem Namen ist. <laughs> ja, und also die die haben wir dann da auf der Bühne und äh, das ist so, was jetzt ansteht. Ja, Hast du ähm, abschließend vielleicht noch irgendwie einen Tipp äh, für jetzt Tontechn äh, für, für Studenten, die gerade fertig werden oder generell für junge Tontechniker, generell Tontechniker, egal ob die jetzt in die Studio- oder Live-Branche gehen? Ja, das Wichtigste ist, ist und bleibt einfach, dass man, ähm, dass man am Ball bleibt und äh, sich nicht entmutigen lässt. Weil äh, ich glaube, das wäre das Einzige, was ich komprimiert weitergeben kann. Alles Weitere ist wahrscheinlich zu persönlich. <laughs> weil es immer ein Einzelfall ist so was einen selbst ja, weiterbringt. individuell halt ne ja natürlich man muss so zum einen man muss halt wirklich Bock auf die Sache haben und Bock haben auch zwei drei Jahre das zu machen auch wenn man nicht direkt den Erfolg kriegt und dann muss man die Geduld aufweisen und ähm, den richtigen Weg für sich selbst finden und nicht, nicht immer den, den irgendwie andere Leute einem sagen, sondern schauen, wo habe ich Bock drauf, welche Bands oder welche, welche Künstler, welche Acts. Vielleicht will ich auch irgendwie was ganz anderes machen und Sounddesign machen. Und ja, im Endeffekt zahlt sich das aus, wofür man selbst steht. Ja, und gerade am Ball bleiben sehe ich auch so. Wir sind, glaube ich, da beide, Sascha, gute Beispiele. Du hast ein Studio gegründet, ich habe mich selbstständig gemacht in der Zeit, wo das eigentlich verrückt ist, mhm. sowas umzusetzen. Aber weil wir ja beide auch Bock haben und dran geblieben sind, haben wir es trotzdem rausgeschafft und können jetzt auch wieder arbeiten und davon leben. Von daher, ja, ja sprechen wir, glaube ich, aus Erfahrung. Sehr schön, sehr schön. Heute ist ein sehr heißer Tag. Ich würde sagen. Sascha, wir bedanken uns vielmals bei dir. Wenn man sich bei dir melden möchte, wenn man irgendwie sagt, hier, ey yo, ich habe eine Band, die klingt live richtig schlecht, <laughs> das wollen wir ändern. Ja, oder was du über kann... Raumakustik lernen möchte, vielleicht. Sogar. Oder auch, ja, auch wichtig, ich glaube, Glenn, wir haben beide auch schon sehr viel von Sascha über Raumakustik. Immer noch. Ja. ja, Glenn hat sogar Absorber von mir. Ja, klar. <lacht> <lacht> wie, melden wir, wie meldet man sich bei dir am besten? Ja, ich glaube, der, der direkteste und einfachste Weg heutzutage ist Instagram. Sascha Palmann und dann einfach, einfach da den Content durchgucken, anschreiben. Dann weiß man am ehesten Bescheid. Sehr gut. Stimmt es äh, eigentlich eben nach wie vor, dass dir die URL sahnesound.de gehört? Das ist korrekt. <lacht> <lacht> Was es damit auf sich, auf sich hat, erfahrt ihr in einer neuen Folge. <laughs> nee, ist, äh, ich weiß noch, ich musste ich muss mal eine Mail schreiben und ich dachte so, hä, sahnesound.de, und du so, ja, die habe ich mir gekauft. Das fand ich fantastisch. Ja, großartig. Namensprogramm wahrscheinlich, ne? Namesprogramm, genau. Ja, Sascha, vielen, vielen lieben Dank. Wir fließen hier gerade ein bisschen weg. Äh, entlassen uns jetzt gegenseitig in, in die Mittagspause und wir hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder reinhört zu Live auf der SE. Ganz genau. Vielen lieben Dank und bis dann. Super gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Tschüss. Tschüss.